Mein Herz schlägt. Ist der abgeknallt? Ich dachte gerade, jetzt geht alles fliegen. Der ist jetzt da hinten schon an der Oberfläche. Der geht nämlich gerade voll amok in die Steine, wie man sieht. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht wieder an den Vater rein. Ich treffe mich gerade mit meinem Kumpel Jan zum Füttern, wie man im Hintergrund sieht. Ich habe ordentlich Material dabei. Der Jan kommt jetzt mit seinem Fahrrad. Wir warten jetzt noch kurz, laden schon mal die Sachen aus und dann bringen wir das Zeug mal an den Platz, werden ein bisschen vorbereiten. Es gibt eine kleine Planänderung. Wir haben jetzt Anfang August, das ist seit 4 Wochen am Durchpissen. Ich bin auch wieder back in business und am Arbeiten und habe dementsprechend jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn, durch den ganzen Regen ist der Pegel sehr angestiegen. Unser alter Platz ist aktuell nicht beangelbar und deswegen haben wir jetzt eine kleine Ausweichmöglichkeit gefunden. Einen Platz, den wir bei dem Pegel schon sehr erfolgreich geangelt haben, zwar nicht im Hochsommer, aber das werden wir jetzt probieren. Und man hört es schon rappeln. Da ist der Futtertransporter. Maisexpress. Der Maisexpress, jawohl. Rein mit dem Material und ab geht's. Feinstes Material vorbereitet. Da habe ich mehr Mais als Tigers. Liege ich gerade nur oben alles. Schöne Scopex Squid Boilies. 20 und 24 mm. Plus dicke Pellets. Wir präparieren jetzt die Stelle heute. Der Jan geht am Freitag nochmal füttern. Und wenn alles klappt, gehe ich Samstagabend nach meinem Terrassenbau eine schnelle Nacht raus. Der Pegel ist jetzt perfekt für den Platz. Das ist eigentlich ganz spontan. Wir wollten erst noch weiter den anderen Platz angeln, ein paar Kilometer weiter. Das macht aber keinen Sinn. Deswegen sind wir jetzt kurz hier rüber geswitcht für 1, 2, 3 Wochen, je nachdem wie es läuft. Und ja, füttern jetzt hier 5 Kilo Boilies, ein paar Kilo Partikel und dann wiederholen wir es am Freitag nochmal und dann schauen wir mal, was am Samstag oder Sonntag geht. Leute, ich habe es endlich geschafft. Ich bin am Wasser. Bin mega happy. Ich bin jetzt für eine Nacht draußen. Den Platz haben wir jetzt zweimal vorgefüttert. Ich habe gerade schon alles aufgebaut. Der Weg mit dem Trolley und alles leider wieder im Regen, deswegen habe ich auch nicht gefilmt. Ich wollte eigentlich ein bisschen schon was zeigen, aber ja, in dem Regen hatte ich dann keinen Bock. Liegt auf jeden Fall jetzt alles. Hier auf dem kurzen Stück darf ich sogar mit 3 Ruten fischen, richtig geil. Habe jetzt alle 3 Ruten liegen, hatte noch Rigs von der letzten langen Session vorbereitet. Ging alles relativ flott. Jetzt sehe ich gerade, meine rechte Rute ist mega abgespannt. Da ist richtig Druck drauf. Eigentlich liegen die Routen hier ganz gut. Ja, wir warten jetzt mal ab, was passiert. Ich zeige euch gleich mal kurz hoffentlich noch, wie die rechte Route gerade aussieht. Die ist nämlich krumm wie ein Flitzebogen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht schon Dreck drin hängt. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Ein Kormoran war schon auf dem Platz. Irgendwas ist hier vorne auch geklatscht. Ob es jetzt ein Karpfen war, wage ich zu bezweifeln. Aber naja, wir warten jetzt mal ab. Wir haben jetzt späten Nachmittag, frühen Abend. Ich habe bis morgen Vormittag, Mittag Zeit. Werde jetzt ganz Piano hier machen. Einfach mal schauen, ob was geht. Bin richtig gespannt. Werde euch vielleicht später auch noch ein bisschen was kurz zu den Rigs zeigen. Ich habe ja gesagt, ich will jetzt etwas kürzere Videos machen, so Overnighter-mäßig. Wenn jetzt nichts gehen sollte und ich mir hier die ganze Arbeit mit dem Film mache, dann werde ich das, denke ich mal, in der nächsten Woche oder übernächsten Woche weiterführen. Nächstes Wochenende kann ich nämlich wahrscheinlich nicht angeln, weil wir da Sommerfest vom Verein haben. Ich habe jetzt ja auch den neuen Job, wo ich relativ viel Arbeit habe und zu Hause noch. Ja, deswegen mal schauen. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal die Nacht. Die Route ist gerade wieder zurückgekommen, sehe ich. Die Schnur ist wieder locker. Und ja, ich bin sehr gespannt, habe ein gutes Gefühl und melde mich natürlich später wieder. So, da haben wir einen ersten Fisch. Aber kein Karpfen, sondern irgendwas anderes, was das Blei ausgelöst hat. Oh. Hier in den Steinen ist natürlich mega geil. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wenn es nass ist, was haben wir denn da? Ein Aaland bestimmt. Oh Mann, ey. Jo. Blei leider trotzdem weg. Es geht ja schon mal gut los hier. So sieht das hier leider aus. Ich habe gerade meiner Freundin ein Foto geschickt. Oder ein Video, wie schön ich auf der Liege liege und endlich ein bisschen chillen kann. Aber die gehören leider dazu. Hier sieht man mein Rig, einfaches Multi-Rig, Scopex Squid Schneemann. Mein Herz schlägt. Alter, ich habe den ersten Karpfen drauf.
ist der abgeknallt. Boah, Alter. Oh, heilige Scheiße. Heilige Scheiße, ich denke, was ist denn jetzt los? Ich dachte gerade, jetzt geht alles fliegen. Ich habe den ersten Wels dran. Der ist jetzt da hinten schon an der Oberfläche. Blei weg. Ich hoffe mal, dass ich den jetzt hier Strom auf. Die Kehrströmung fließt nach links weg, dass ich den jetzt hier wieder hochgepumpt kriege. Der geht nämlich gerade voll amok in die Steine, wie man sieht. Der ist auch gar nicht so klein. Ich glaube, der ist nicht riesig. Boah, man kriegt den jetzt wieder kaum hier die Ströme hochgepumpt. Das ist so eine Scheiße, wenn man alleine ist. Oh, weil man jetzt auch... Ist immer die Frage, läuft man dem Fisch hinterher oder besser nicht? Seht ihr das, Leute? Der ist... Oh, scheiße, ey. Die Steine sind so glatt. Man muss so höllisch aufpassen. Egal, welche Schuhe man hat. Ich weiß, mit Crocs ist es doppelt dämlich. Aber man muss so schnell an der Route sein beim Biss. Da kriegt man kein festes Schuhwerk an. Einfach krank. Schöner Torpedo. Der Biss, der kam richtig schnell. Und ihr werdet gleich sehen, der ist gar nicht groß, aber hier ist so ein Zug drauf. Man kriegt die Fische kaum Strom aufgepumpt. Oh, Junge, Junge, Junge. Alter. Was ein Schock. Ich hatte genau auf die Route gerade schon mal eine Fehlaktion. Da war ich mir sicher, das ist ein Aaland. Aber die Carpador sind auf dem Platz. Auf einen kleinen 15er Scopex Squid. So, mit der Strömung muss man immer gucken, dass man den Fisch am besten ein Stückchen Strom aufzieht. Mit den Keschern ist es halt echt schwierig. Der hängt auch ziemlich spitz, sehe ich. Dass man den dann ins Netz reinsliden lässt. Ich versuche das jetzt mal zu demonstrieren. So, komm schon, Baby. Zack, Stückchen hoch. Und drin ist er. Zack, ganz einfach. Glück gehabt. Geil. Wie gesagt, kein Dicker. Knappe 10 Kilo. Aber ist ein Torpedo. Schnell einen Haken lösen. So Leute, das ging jetzt schneller als erwartet. Der hat mir sowas von Schrecken eingejagt hier, der Kollege. Ah, guckt euch mal an, wie aggro der ist. So hat er auch gekämpft. Mega, mega geil. Eine Stunde geangelt auf der Stelle jetzt hier. Zweimal vorgefüttert, gelber Pop-up. Scopex Squid 15 mm. Volleinschlag. Junge, 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 da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. So kann es laufen. Das ist bestimmt nicht der einzige, den wir jetzt noch fangen hier, die Session. Richtig geil. Ich werfe jetzt schnell die Rute wieder aus. Ich versuche euch das jetzt einmal zu zeigen, dass ich gar nicht weit raus angel. Fängt auch gerade wieder an zu regnen. Hier kurzes Ronny-Rig. Kurz relativ langes Ronny-Rig. 15er Scopex Poppy in Citrus gesaugt. Ganz wichtig ist jetzt, nicht nachkellen wie ein Irrer. Die Fische sind ganz oft alleine oder in winzig kleinen Truppen unterwegs. Und wenn ich da jetzt direkt, weiß ich nicht, einen Eimer Partikel runterschütten würde, ist die Session ein Fullblank in den meisten Fällen. Deswegen 2-3 Kellen Mais, 2-3 Kellen Scopex und Pellets und das war's. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade meine Routen neu gemacht, die GoPro aufgestellt und direkt eine Minute später einen Take gekriegt. Und da hat der kleine Kumpel hier gebissen. Ein richtig kleiner, süßer Schuppenkarpfen. Verrückt, ne? Der wiegt, schätze ich mal, so ein Kilo, vielleicht anderthalb. Der hat hier im Riesenstrom gerade auf meinem Platz gefressen. Der darf jetzt auch ganz schnell wieder ins Wasser. Schon verrückt. Der Fisch kam jetzt wieder auf den Pop-up. Fang X, Ronny Rig,
Scopex Skidboilie, ca. 25 cm lang. Ich hatte die ganze Nacht einen ziemlichen, oder was heißt die ganze Nacht, eigentlich nicht die ganze Nacht. Ich hatte um 3 Uhr eine fette Brasse, auch auf die Route. Und jetzt hatte ich gerade um 7:30 da habe ich alles nochmal neu gemacht. Ich gucke mal, dass ich so alle 5-6 Stunden alle Routen neu mache, weil die Krebse doch relativ aktiv sind. Und ja, jetzt habe ich gerade nochmal alle Routen neu gemacht. Ich hatte gerade auch noch eine Brasse und ich habe gedacht, ja komm, die sind eh da, du fängst auch auf 20 und 24 mm, dann hängst du wieder ein Pop-Up drauf. Pop-Up dran gemacht, 1-2 Minuten später, kein Scheiß, bis ich denke, ach nö, Brasse. Ja, und dann war es der kleine Scheißer hier. Ganz geil eigentlich auch mal so einen kleinen Fisch zu sehen, weil da sieht man halt, dass die hier auch sich von selber nachproduzieren. Hier werden wie keine Fische besetzt. Und das ist schon ganz cool. Von dem Kaliber haben wir schon ein paar hier gefangen. Also die Fortpflanzung funktioniert hier auf jeden Fall. Jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee, chill ein bisschen und warte die heiße Phase ab. Wir haben jetzt 7:30. Die Kirche hat gerade geläutet und ja, es regnet nicht. Die Schiffe fahren, es ist einfach herrlich. Boah, Leute, den Take habt ihr gesehen, den Dreh leider nicht, der ist so die Steine runter marschiert, ich konnte keine Kamera mitnehmen. Richtig geil, so 13, 14 Kilo schätze ich mal, der wird jetzt schnell versorgt. Ja, guten Morgen Leute, gerade abgerannt, wieder auf dem Pop-Up, sehr eindeutiges Ergebnis hier, alle drei Fische auf die linke Route auf dem Poppy, voll krass. Gibt hier viele unterschiedliche Formen und Arten von Karpfen. Das hier ist auf jeden Fall ein geiler Flussfighter, richtig geile Flossen, schöne Farbe, richtig nice. Gibt so schwierige Phasen hier, jetzt eine, wo es mal wieder läuft, drei Fische in einer Nacht. Die Zeiten muss man genießen. Ja Leute, die schnelle Nacht ist leider schon fast wieder vorbei. Wir haben jetzt kurz vor 11. Ich werde, denke ich, mal so in einer Stunde einpacken. Es hat jetzt Gott sei Dank seit 3-4 Stunden nicht mehr geregnet. Fühlt sich schon ganz komisch an, ohne Regen hier überhaupt angeln zu gehen. Aber ich habe auch keinen Bock mehr, dass jetzt gleich alles nass wird, um es noch eine Stunde herauszuzögern. Deswegen, ich packe jetzt gleich ein. Ich bin mehr als zufrieden. 3 Karpfen in einer Nacht, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Das will ich hier an dieser Stelle auch nochmal betonen. In dem anderen Video, was hier vorher erschienen ist, lief es ja zum Ende hin auch richtig gut. Man darf aber nicht vergessen, dass ich den ganzen Frühling geblankt habe. Ungefähr 15 Nächte. Ich müsste mal zählen. Ich glaube, ich habe jetzt knapp 30 Nächte geangelt am Rhein und habe jetzt 11 Karpfen. Gestern waren es noch 8. Diese Saison jetzt sind es 11. Also da sieht man, dass 3 Fische pro Nacht, das war jetzt die beste Nacht des ganzen Jahres bisher, auch wenn kein Dicker dabei war, aber von der Bissquote her war auch sehr viel Weißfisch aktiv. Ich habe jetzt fast den ganzen Eimer Boilies gefüttert seit gestern, Boilies und Pellets. Also da ist richtig was durchgegangen. Normalerweise sind wir immer ein bisschen auf Sparflamme gerade beim Angeln. Aber ja, wenn so viel Fisch da ist, muss man halt auch nachlegen. Immer wieder. Sporadisch ein halbes Kilo. Vorm Schlafengehen habe ich mal ein Kilo, anderthalb gelegt, damit ein bisschen Ruhe ist. Hat auch alles sehr gut funktioniert. Was ich extrem auffällig fand jetzt diese Session wieder, ist, dass die Pop-Up-Route 3-mal abgelaufen ist. Das ist echt krass. Wenn ihr da irgendwie Fragen zu habt und euch für das Tackle interessiert, ihr findet alles unten in der Videobeschreibung. Die Poppies, die Haken, alle Komponenten für die Rigs und mein gesamtes Equipment kann man darüber bestellen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr über die Links kaufen würdet. Damit unterstützt ihr den Kanal hier enorm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt fürs nächste Video, was euch interessiert, was ihr sehen wollt, dann schreibt das alles gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob euch das Video generell gefallen hat. Lasst ein Abo da, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dahin. Wenn noch was kurzfristig hier gehen sollte, werde ich das natürlich noch einblenden. Ansonsten war es das mit dem Video. Hat super funktioniert, eine schnelle Nacht geangelt, ein Video gemacht. Ich bin zufrieden, jetzt geht's gleich nach Hause. Alles klar, haut rein, ciao.